treffen sich zwei Bestatter und der eine fragt den anderen, und wie läuft es so? Meint er, ja, nicht schlecht. Jetzt in den letzten Tagen hatte ich zwei Erdbestattungen, zwei Kremierungen und zwei Kompostierungen. Was, Kompostierungen? Ja, gell, die Grünen werden auch immer älter. Ratschlag für neu gewählte grüne Politiker. Sie sollten in sich gehen und nicht mehr zurückkommen. Das Breitmaulfröschli ist von der grünen Welle erfasst worden und ist Parteimitglied worden und macht sich auf, um neue Mitglieder zu werben. Es läuft los und trifft den Schneck und sagt, «Hey, Schneck, kommst du auch zu den Grünen?» Sagt der Schneck, «Weiss nicht, ich habe ein Häuschen, meine Frau hat ein Häuschen, meine beiden Kinder haben ein Häuschen.» Läuft das Breitmaulfröschli weiter und kommt zum Bär und sagt, «Hey, Bär, kommst du auch zu den Grünen?» Sagt der Bär, «Weiss, ich habe einen Pelzmantel, meine Frau hat einen Pelzmantel, meine beiden Kinder haben einen Pelzmantel.» Läuft das Breitmaulfröschli weiter und kommt zum Storch und sagt, «Hey, Storch, kommst du zu den Grünen?» Sagt der Storch, weißt, ich fliege im Winter in den Süden, meine Frau fliegt im Winter in den Süden und meine beiden Kinder fliegen im Winter im Süden. Aber du Breitmaulfröschli, warum bist denn du bei den Grünen? Ja, weißt du, ich, meine Frau, meine beiden Kinder, wir haben alle ein grosses grünes Maul. Die Grünen gehen freiwillig in die Hölle, weil für den Himmel müssen wir fliegen.